Herr Enners, es gab heute viele Entscheidungen. Eine hat mit Ihnen auch persönlich zu tun. Kann man gratulieren, wenn Sie jetzt als quasi Notvorstand oder Notvorsitzender den FC Erzgebirge Aue übernehmen? Sie können gratulieren, jawohl. Ich nehme die Verantwortung für die nächsten Wochen an. Und das ist genau der Ansatz, den wir auch haben. Wir wollen also zur nächsten Mitgliederversammlung die bestmöglichen Ergebnisse vorbereiten. Und das ist unsere Aufgabe dafür und da freue ich mich drauf. Wann wird denn die Mitgliederversammlung, wenn wir schon dabei sind, stattfinden? Sie haben die Pressemitteilung bekommen. Am 12. November wird die stattfinden. Und bis dahin haben wir auch noch sehr viel Arbeit. Da es jetzt einen neuen Vorstand mit neuem Vorsitzenden gibt, wie ist es mit der Trainerfrage gewesen? Gab es lange Diskussionen? Sie haben mitgeteilt, dass Timo Rost nicht mehr Trainer ist. Wie waren da die Überlegungen? Es gab keine sehr langen Diskussionen. Wir haben das gemeinsam nochmal analysiert und haben uns dann mit Timo Rost geeinigt, dass wir auseinandergehen. Welche Argumente haben Sie da nochmal ausgetauscht? Ja, das ist im Endeffekt die Spielergebnisse. Und dass es nicht gelungen ist, ein Kollektiv zusammenzuführen, was eigentlich die Hauptaufgabe war, was er sich auch vorgenommen hatte. Und das ist eben nicht gelungen. Es ist eine gespaltene Mannschaft. Und jetzt müssen wir hier neue Wege suchen. Inwieweit wird das Trainerteam mit Co-Trainern und Torwarttrainern verbleiben? Dazu kann ich heute noch nichts sagen. Wir werden also morgen dort noch Entscheidungen treffen. Es ist ja jetzt ein Trainer erstmal für das Spiel gegen Eilenburg festgelegt worden. Und wir werden uns noch in dieser Woche zum Thema eines neuen Trainers und Sportdirektors zusammensetzen. Und dort werden auch Vorentscheidungen fallen. Können Sie noch mal sagen, wer denn jetzt der Übergangstrainer geworden ist und warum? Das kann ich Ihnen sagen. Das ist Carsten Müller. Und der Carsten Müller hat im Nachwuchsbereich eine gute Arbeit geleistet. Und es ist, so viele Alternativen haben wir jetzt auch nicht. Ja, und er hat uns sein Konzept vorgestellt, wie er sich das jetzt hier gedacht hat. Und wir haben das als gut befunden. Wir haben prüfen jetzt noch, inwieweit dort Unterstützung notwendig ist. Und er hat auch seine Vorstellung, wen er dort mit einbeziehen möchte. Und wir haben ihm im Endeffekt soweit auch freie Hand gegeben, um das nächste Spiel hier siegreich gestalten zu können. Wenn zu lesen ist, dass Michael Vogt aus dem Vorstand zurückgetreten ist, er war ja auch Geschäftsführer, ist das eins von der anderen Funktion unabhängig geschehen? Bleibt er Geschäftsführer? Er bleibt vorerst Geschäftsführer. Michael Vogt ist krank und wir wünschen ihm alles Gute für seine Gesundheit. Und es werden, wenn es notwendig ist, hier noch Entscheidungen getroffen. Aber wir müssen eben auch aufpassen, dass wir jetzt nicht alles ausschütten, sondern es ist für uns auch absolutes Neuland. Und wir gehen hier, sagen wir mal, als Unternehmer in vielen Fragen heran an die Lösung. Und der Erfahrungsschatz, den er hat, versuchen wir natürlich so weit wie möglich noch mit zu nutzen. Aber sicherlich werden hier andere Entscheidungen noch gefällt werden. Nochmal zurück zur Trainerfrage. Waren Sie enttäuscht, dass das so gelaufen ist? War das von vornherein nicht kalkulierbar, dass es mit Timo Rost vielleicht schwierig werden würde und den vielen neuen Spielern? Wer ist enttäuscht? Nein. Es ist jetzt gekommen, wie es gekommen ist und wir müssen jetzt neue Wege suchen und haben uns eben jetzt von den alten Zöpfen verabschiedet und suchen jetzt da einen neuen Ansatz und denken, dass wir dort was Gutes finden werden. Wenn die Situation ist, so wie sie ist, sportlich gesehen, was glauben und was hoffen Sie oder was erwarten Sie für die nächsten Wochen? Bis Mitte November geht noch die Spielzeit. Von der Mannschaft und vielleicht dann auch vom neuen Trainer? Ich denke, dass hier jetzt auch ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass man erkennt, dass hier neue Wege gesucht werden. Ich fand auch heute dieses demokratische Miteinander sehr wichtig. Es ist ein neuer Ton, es ist ein neuer Flair auch hier in Aue. Und
wie ich auch im Unternehmerbereich das so handhabe, ist es, dass man sich auf seine Manager, auf seine Fachleute verlassen muss und nicht reinreden muss, sondern dass man professionell arbeitet und den Stab von Mitarbeitern, den man hat, auch bei der Verantwortung packt und denen auch die Verantwortung und die Möglichkeiten gibt. Gibt es eine Reaktion von Timo Rost? Haben Sie da was erfahren? Wir haben uns mit Timo Rost verständigt und wir sind kameradschaftlich auseinandergegangen. Okay. Am Wochenende steht ein wichtiges Spiel an, im Sachsenpokal. Ist es etwas, wo Sie sagen, okay, da kann sich die Mannschaft noch finden oder was erwarten Sie dort? Wir erwarten, dass die Mannschaft dort siegt und es muss uns jetzt gelingen, emotional die Mannschaft zu erreichen. Das wird morgen stattfinden und wir sind davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Herr Enders, vielen Dank. Sehr gerne.